Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir mal, wie du dir ganz, ganz einfach und ganz schnell hier diesen schönen Schiebeschlitten bauen kannst. Dafür brauchst du nichts Spezielles, das Ding ist richtig simpel aufgebaut. Ich zeige euch, wie ihr euch hier diesen Anschlag bauen könnt. Das ist extrem cool, weil ihr dann hier oben auch direkt eine Skala habt und müsst nicht mehr anzeichnen. Ein alter Schiebeschlitten liegt noch hier unten, den werde ich hier gleich auch mal näher zeigen. Ist im Prinzip derselbe Aufbau, nur was seitdem ja ein bisschen gefährlich geworden ist, werde ich dir gleich sagen. Und ich habe auch dieses Mal keinen Sicherheitsklotz hier vorne. Das siehst du aber auch im Projekt, ich habe einfach keinen dran gemacht, weil ich einfach mit den Fingern da wegbleibe. Ich zeige dir im heutigen Video, wie du das Teil ganz, ganz einfach selbst bauen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Ich werde euch erstmal meinen alten zeigen. Oh, fuck. Das ist mein alter Schiebeschlitten. Eigentlich ist der noch gut, bis auf das hier die Hälfte schon abbricht. Aber ich zeige euch mal, was nicht mehr gut und saugefährlich ist. Von der Genauigkeit her war der in Ordnung. Aber es gab so ein Ding, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Und zwar habe ich hier eine Schräge geschnitten. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier was abschneide, dann verkeilt sich das hier drin. Und in den meisten Fällen ist das hier runtergerutscht. Und ich habe den Schlitten langsam nach hinten gezogen. Dann fliegt es halt einfach in irgendeine Richtung. Ich habe jetzt erst vor kurzem hier noch eine Multiplexplatte draufgeschraubt. Einfach, dass ich hier das Problem nicht mehr habe. Und es war schon ganz komisch, wieder den Luxus zu haben, hier eine saubere Schnittkante zu haben. Außerdem ist hier oben, ja, die Höhe ist mittlerweile relativ knapp. Das ist aber auch nicht so ein Riesenproblem. Ihr seht, der wackelt schon ein gutes Stück. Also das Holz leiert schon aus irgendwann mit der Zeit. So sieht das Teil halt auch von unten aus. Aber mit der Genauigkeit war ich, wie gesagt, eigentlich immer zufrieden. Aber es ist jetzt einfach an der Zeit, mal einen neuen zu bauen. Mit der Größe war ich immer mega zufrieden, aber er soll dieses Mal doch ein bisschen größer werden. Einfach, dass ich da vielleicht auch mal das größere Stück Holz dann drauf schneiden kann. Ihr seht, ich habe jetzt hier eine Multiplex-Platte, die ist auch nur 9 mm stark. Ist erstens günstiger, wenn ihr sie kauft, und ihr verliert nicht so viel an Höhe. Hier, der Unterschied ist gar nicht mal so groß. Er ist ein bisschen tiefer und ein klein Stückchen breiter. Aber das sollte für mich eigentlich mal reichen. Ich habe hier ein relativ dünnes Stück Eche. Das wären die Führungsbahnen. Und da werden wir uns jetzt die Streifen mal zuschneiden. Ich messe hier einfach normale Meter die Breite von unserer Führung. Ja, das sind jetzt knapp 17 mm und ich werde es einfach mal auf 18 mm einstellen und wir tasten uns ran, bis es dann hier reinpasst. Die Streifen, die wir jetzt hier zugeschnitten haben, passen ziemlich genau hier bei mir in die Führungsbahn rein. Die sind jetzt aber noch ein bisschen zu hoch. Ich werde es auf dicke hobeln. Wenn ihr keine Hobelmaschine habt, könnt ihr es auch auf breite schneiden, aber hobeln ist in meinem Fall ein bisschen entspannter. Ich muss jetzt in meinem Fall das Sägeblatt ausbauen, weil ich bekomme es nicht tiefer runter als diese Stellung und dann schaut es auch immer noch so ein Zentimeter circa oben raus. Das ist halt einfach baubedingt bei der Maschine so. Aber aus dem Grund baue ich jetzt mal schnell Plättchen. Als nächstes können wir jetzt mal die Führungsschiebe mit der Tischplatte verbinden und ich werde es jetzt mit Holzleim erstmal festleimen. Ich würde euch, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, Sekundenkleber empfehlen, aber meiner ist komplett kaputt. Deswegen Holzleim und einfach ein bisschen länger warten. Und damit wir das Ganze jetzt verleimen können, denn die Streifen sind ja ein bisschen dünner, als der Tisch hier hoch ist. Das ergibt schon wieder keinen Sinn. Dafür nehme ich mir jetzt einfach kleine Muttern und die lege ich hier unten in die Schiene rein. So sind die Hölzer ein bisschen weiter oben. Ich hab's doch, ich muss es nur benutzen. Ich habe doch extra so ein Leimding. Der Holzleim wird das Ganze später auch nicht mal extrem tragen. Das sind später die Schrauben, die wir dann rein machen werden. Aber jetzt versaue ich mir die ganze Kreise hier mit Holzleim. Ich bin doch rein voll gemacht. Ich habe gerade hier die Holzplatte noch mit 240er unten auf der Seite, die später auf dem Tisch sein wird, geschliffen. So rutscht es dann einfach ein bisschen besser. Und jetzt kann ich hier die Platte einfach auf die Leisten drauflegen. Und da kommen jetzt noch ein paar Gewichte drauf. Das lasse ich jetzt kurz ziehen, 10, 15 Minuten. Lass mal ein Holzleim ziehen. Das lasse ich jetzt kurz trocknen, 10, 15 Minuten. Und dann können wir es mit Schrauben befestigen. Kann man nämlich einfach dieses Teil hier nach hinten ziehen und haben unsere Position. Jetzt können wir das Ganze mit Schrauben noch stabilisieren.
Und ich senke als erstes die Löcher vor und bohre sie dann ein bisschen vor. So, ich habe gerade mir hier so ein Stück Holz vorbereitet. Das ist ein Stück Buche. Und das wird der spätere Anschlag sein. Das habe ich gerade eben einfach abgerichtet, auf dicke gehobelt, dass ich halt einfach ein gutes Stück gerades Holz habe. Und jetzt werden wir da eine T-Nut reinfräsen, denn ich will da später einen Anschlag dran festmachen können. Mal schauen, ob das hier mit funktioniert. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, warum ich mit dem Projekt hier so ewig mal wieder gewartet habe. Ich habe mir nämlich hier so einen T-Nut-Fräser bestellt, aber mit einem falschen Schaft. Und deswegen habe ich mir hier mal einen ganzen Satz Adapterhülsen bestellt. Oh, zum Glück passt es. Und damit kann ich dann jetzt auch diesen Fräser hier einspannen. Ich Vogel habe zwei Sets mit einem falschen Durchmesser bestellt. Das waren aber sowieso ziemlich billige, deswegen habe ich die nicht mehr umgetauscht. Oh, schlecht. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Mit meinem selbstgebauten Frästisch. Also Leute, ich muss ehrlich sein, ich hätte nicht erwartet, dass das so gut funktioniert, weil mit meiner Höhenverstellung da, das ist nicht die allerstabilste Höhenverstellung, das war mir damals auch klar, aber ja, funktioniert trotzdem super gut. Und die T-Nut da, die gefällt mir auch richtig gut. Als nächstes können wir unseren ersten Schnitt machen, damit wir hier unseren Anschlag auch festschrauben können. Dazu holen wir uns einfach unser Brett, was wir eben mit diesen zwei Führungsleisten zugeschnitten haben, und schneiden jetzt unseren ersten Schnitt. Ich habe jetzt mein Stück Holz hier nur mit einer Schraube hier als fest gemacht. Das ist jetzt sowas wie ein Drehpunkt. Und jetzt können wir uns mit dem Winkel das hier passend einstellen. So, dafür, um das Ganze jetzt passend einzustellen, müsst ihr einfach das Sägeblatt so drehen, dass ihr auch nicht gegen die Zähne kommt. Und stellt hier dieses Holz dann einfach rechtwinklig zum Sägeblatt. Jetzt einfach das Ganze nach hinten ziehen, ohne den Anschlag nochmal zu verstellen. Dazu spanne ich jetzt mein Buchenholz fest, damit sich das jetzt beim Verschrauben nicht mehr bewegen kann. Und wir machen das Ganze als erstes mal mit einer Schraube fest. Denn jetzt machen wir erstmal einen Probeschnitt und schauen, ob das hier richtig eingestellt ist. Falls das nicht der Fall ist, können wir es nämlich dann immer noch einfach anpassen. Das überprüfe ich jetzt einfach einmal und sehe sofort, dass das noch so gar nicht passt. Das kann ich jetzt am Anschlag einfach nachstellen. Und wenn ihr das dann eingestellt habt, könnt ihr einfach das Ganze richtig stabil verschrauben. Ich habe Videos gesehen, da wurde hier vorne das Teil weggelassen. Das werde ich bei diesem Schlitten jetzt aber nicht machen, denn das hier ist so der Schlitten, den benutze ich jedes Mal. Und dann bringt das hier ein bisschen mehr Stabilität, aber ihr könntet das Teil weglassen, dann habt ihr hier vorne halt nicht so viel Stabilität, müsst ihr ein bisschen dran denken. Aber ich mache es in meinem Fall jetzt mit mehr Stabilität, weil der halt auch einfach auf das hoch und runter gehoben wird. Und deswegen kommt das Stück hier vorne noch dran. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen hinter der Kamera noch rumgefuscht, sage ich mal. Denn das mit diesem T-Nut-Fräser hat alles nicht so hingehauen, wie ich wollte. Ich dachte, das wären schon, soweit ich es jetzt weiß, die neuen Fräser nach M6, M5 und M8. Aber das ist noch der ältere T-Nut-Fräser, wo man den auch verstellen muss. Und ich habe es jetzt nochmal gemacht und jetzt dreht sich die Schraube durch. Deswegen kommen da zwei Schweißpunkte drauf, dass sie es nicht mehr durchdreht. Das ist aber ärgerlich. Ich habe jetzt hier schnell zwei Schweißpunkte auf die Schraube draufgebracht, damit die einfach sich unten verkeilt und sie nicht durchdreht. Ihr seht, jetzt ist das Ganze fest und das reicht mir auch. Und jetzt kümmern sie mich noch einen schnellen Stopp hier selbst bauen. Das hier ist jetzt unser Anschlag. Ziemlich simpel, einfach zwei Multiplex-Stücke zusammengeschraubt. Und das kann ich jetzt hier in die Führungsbahn reinmachen und kann es einfach festklemmen, da wo ich es dann brauche. Ich habe hier aber noch so ein Maßband, das werde ich mir diesmal hier auf meinen Anschlag, auf meinen Schiebeschlitten draufbringen. Und ich markiere mir jetzt einfach an einer Stelle hier ein gewisses Maß, voll runter, 10 cm zum Beispiel,
damit ich einen Anhaltspunkt habe. Ohrlich. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, die Leute, die es nicht haben, wie kacke Heuschnupfen ist. Klar, es gibt Schlimmeres, aber Heuschnupfen, ey, ist sowas von unnötig. Weil ich habe damals herausgefunden, als ich mit dem Vater mal Heu machen war, für einen Freund, und ich bin gegen Heu allergisch. Da wusste ich es, glaube ich, noch nicht, weil ich da noch echt jung war. Und dann gehe ich in diese riesige Halle, in der Heu war und halt irgendwie umgelagert wurde. Da war eine ganze Halle Heu und vor allem in der Luft war Heu. Ey, ich war sowas von blau, als ich da rausgekommen bin. Aber es war eigentlich ganz cool trotzdem. Kleiner Funfact für den einen oder anderen. Im letzten Jahr war ich auf Rock am Ring und da bin ich mit dem Auto dann halt weggefahren, als es dann vorüber war. Und die Polizisten haben mich rausgesucht und meine Augen waren ungefähr so rot wie jetzt. Und sie haben gefragt, Herr Konterhaus, sind denn Ihre Augen so rot? Ich so, ja, ich habe Heuschnupfen. Da hat der gute Polizist zu mir gesagt, Herr Konter, das sagen sehr, sehr viele. Ich so, ja, vielleicht wird es auch einfach so sein. Auf jeden Fall war natürlich alles entspannt. Und ich konnte auch relativ schnell wieder weiterfahren, nachdem sie mir meine Augen geleuchtet haben. Ne? Aber zurück zum Thema. Ich habe jetzt hier unten 10 cm markiert. Und da auf diese Markierung am Anschlag bringe ich jetzt erstmal meinen Spanner hier und ziehe den fest. Da müssen wir mal prüfen, ob der 90 Grad hat. Denn nur auf diese Methode funktioniert das. Nicht so genau 90 Grad, aber das wird genau genug sein für unseren Fall. Hoffe ich mal, denke ich mal. Am Schluss wahrscheinlich doch nicht. Und an diese Markierung kann ich jetzt mein Maßband anbringen mit der Ziffer 10. So, ich habe mir jetzt hier mein Stück abgeschnitten, was ich brauche. Und das kann ich jetzt hier an die Markierung 10 festkleben. Ich werde sehr wahrscheinlich am Schluss, wenn ich damit jetzt ein bisschen arbeite, werde ich ja merken, ob ich jetzt, wenn ich zum Beispiel einen 10 cm breiten Streifen brauche, immer einen Millimeter draufrechne. Aber das ist eigentlich bei vielen von meinen alten Maschinen gewesen. Beziehungsweise ich habe ja nicht mehr so viele alte Maschinen. Tippitoppi. Sieht aus wie gekauft. Absolut. Ihr seht schon, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Wir können jetzt hier unseren Anschlag nämlich, jetzt nehmen wir einfach mal an, auf 5 cm einstellen. Da stellen wir das hier genau auf 5 ein und ziehen das gut fest und schneiden dann mal was. Und jetzt überprüfen wir mal, ob das Ganze stimmt. Wir haben ja 5 cm eingestellt und wir haben 4,7. Und ich würde sagen, das ist genau genug im Holzbereich. Finde ich, passt das in den meisten Fällen. Falls ihr euch auch hier solch ein Band holen möchtet, mit dem ihr dann Schnitte nicht mehr anzeichnen müsst, sondern einfach nur noch auf den Stoppklotz hier achten müsst ihr darauf achten, dass ihr das Richtige kauft, denn es gibt ja auch nach links. Und ich habe jetzt die Richtung von 0 nach 80, glaube ich, in dem Fall. Ich habe jetzt noch eine andere kleine Info, das habe ich nämlich nicht erwähnt, als ich es gemacht habe. Ich habe hier eine kleine Phase unten angebracht, das mache ich aus dem Grund, wenn ihr hier so ein Stück Holz ranschiebt und da ist ein bisschen Sägemehl auf dem Tisch hier drauf, dann hat das Platz und eure Schnitte sind immer noch genau. So, wir haben ja jetzt noch kein Finish oder irgendwie eine Behandlung für den Schiebeschlitten. Hier mein alter Schiebeschlitten, den habe ich noch lackiert. Wenn ihr das Ganze machen möchtet, würde ich euch empfehlen, zweimal unten die Bodenseite hier zu lackieren und maximal einmal hier oben die Seite, denn je öfter ihr es lackiert, desto glatter wird es. Und hier oben die Oberfläche soll eigentlich nicht so glatt werden, sonst rutschen euch die Holzstücke weg, speziell wenn ihr 45 Grad Schnitte macht. Das nur mal so am Rande. Ich werde hier jetzt mal kein Finish drauf machen. Wenn ich merke, dass der Schlitten irgendwie nicht so leichtgängig über den Tisch geht, werde ich mal Silbergleit unten drunter machen, eine Alternative für euch, irgendeinen Wachsfinish. Vielleicht auch mein Wachs, finde ich. Aber wenn es bei euch gut rutscht, braucht ihr nichts. Ne? Ansonsten soll es das auch für heute gewesen sein. Es gibt viele, viele gute Videos, die zeigen, wie man Schiebeschlitten baut. Das war jetzt mal mein Ansatz. Ich würde sagen, das hier ist einer der simplesten Aufbauten. Und vielleicht kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, baust das Teil ja nach. Vor allem hier das mit dem Anschlag. Das macht mich mega happy, denn ich habe es früher sonst immer mit Meter angezeichnet. Aber ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Heute mal kein Projekt in Richtung Möbelstück. Aber für die Werkstatt muss man auch immer mal wieder ein paar Projekte herzaubern. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bedanke mich bei dir, dass du so lange zugeschaut hast. Und sag bis zum nächsten Video.